Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Lanfield und begrüße euch zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir es mit Ada zu tun gehabt, beziehungsweise hatten eine kurze Kampagne mit Ada gehabt. So um die 10-15 Minuten sind natürlich wieder auf Mr. X gestoßen, der nach wie vor im Leben ist. Und sind mit Leon dann im Anschluss weiter hier hingelangt, um Ada zu retten. Ada steckt in der Patsche und wir müssen hier vorankommen. Um diese Tür hier zu öffnen, für diese Tür brauchen wir diese Schachstecker, die wir natürlich erstmal finden müssen. Und wie ihr sehen könnt, sieht es auch munitionstechnisch arg, ich sag's wie es ist, scheiße aus. Wir werden erstmal gucken, was wir hier an Materialien da haben, die wir nutzen können. Jetzt ist die Frage: Schrotmunition wäre, denke ich, eigentlich verdammt wichtig. Wir werden erstmal ein bisschen Schrot zusammencraften. Und mit dem Rest machen wir ein bisschen Pistolenmunition. So. 15. Mal gucken, ob wir noch diese großen da haben, ne? Diese großen Pulverbehälter. Da hatten wir was gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Da, Schießpulver groß, zack. Und nehmen hier nochmal hochwertig mit. Kombinieren diese. Ich weiß, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir gerade die hier für die Mangelmunition brauchen könnten. Aber ihr seht selber, wir sind jetzt an einer oder in einer Situation, wo wir jetzt alles an Schießpulver, denke ich, jetzt mitnehmen werden. Jetzt mal kombinieren. Damit wir zumindest erstmal soweit auch Pistolenmunition haben. Wir hätten noch eine Granate gehabt, die nehme ich jetzt auch noch mit. Zack. Jetzt ist die Frage, lasse ich die Magnum hier oder nicht? Wir haben noch einmal hochwertig. Zwei, dreimal sogar. Das schaut doch gut aus. Ich brauche definitiv eine Heilung. Ich werde das hier mitnehmen. Ich werde das hier mitnehmen. Die zwei kombinieren. Und wieder zurückpacken. Ich hasse das Highspace zu nehmen. Das ist so eine ziemlich schlechte Angewohnheit von mir. Komm, wir machen jetzt einfach mal zack die beiden, kombinieren die zwei und nehmen auf jeden Fall. Ja, komm, wir nehmen noch das hier mit. Und hoffen, dass wir jetzt nicht hier irgendwas Rotes sehen. Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Es wird Zeit. So, in der letzten Folge kamen wir von diesem Lift, beziehungsweise hier der Lift, der kaputt ist. Wir sind ja hier runtergesprungen. Und wenn jetzt einfach mal. Ne, hier lang geht es, genau. Hier lang gehen. Okay. Was runter? Da drüben ist ein Zombie, alles klar. Der wird wahrscheinlich geskippt sein, der dann dementsprechend aufsteht, wenn wir uns ihn nähern. Das tun wir erstmal nicht. Ah, okay, schau mal. Krautrot wird gleich mitgenommen. Oh, ist das hier so ein T-Ventilgriff? Nehmen wir auch mit. Ja. Okay, hier kommen wir definitiv nicht rein. Das heißt, wir brauchen noch so ein Armband. Wahrscheinlich werden wir es hier irgendwo finden. Was haben wir hier? Lieferschein. Folgender Artikel wurde an den in Ihrer Bestellung angegebenen Ort geliefert. Einmal hitzebeständiger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors vermerkt. Bitte vor Benutzung des Tresors entfernen. Hat wahrscheinlich kein Schwein gemacht. Tresor. Ist hier irgendwo ein Tresor? Da ist ein Aktenkoffer. Nö, okay.
Da ist ein Tresor. Das hier ist eine Sackgasse. Und hier soll jetzt mit Kreide irgendwas beschmiert worden sein? Also hier Zahlencode? Nee. Ah, da. 2128. 2. Die 12 und die 8. Was ist das? Ach, Schrotflintenschaft. Untersuchen. Erleichtert schnelles Schießen. Das heißt, wir können mehrmals hintereinander abfeuern. Sehr schön. Gar nicht so wichtig. So, der Kumpel bleibt. Da ist ein blaues Kraut. Das lassen wir einfach mal liegen. Das hat jetzt keine Wichtigkeit. Okay, der einzige Weg ist jetzt hier lang. Oh, da steht einer. Okay, der zweite steht auch auf. Großartig. Nein! Das war ein mega Fehler gewesen. Ich dachte, ich habe Messer ausgerüstet. Ach nee. Ah, da habt ihr es gesehen, er hat doch versucht zu beißen. Fetzack. Ja, Mist, verfluchter Mist, das ärgert mich jetzt gerade enorm. So, wieder hier der Kanalisation. Was gibt es hier? Ne, Sackgasse, wie Sie sehen, gibt es hier nichts. Okay, eine Granate. Gut, haben wir wieder Plus. Hätten eigentlich eine Granate Plus gehabt. Großartig. können diese natürlich jetzt, ja, fallen lassen, sein lassen. Ich hätte die Mango abgeben sollen. Wir hätten definitiv mehr Platz gehabt dadurch. So. Wir haben jetzt da das Tor aufgemacht und es geht hier weiter. Schauen wir uns erstmal hier um. Was ist das hier? Was ist das hier? Müssen wir hier lang? Oh, okay, der Virus scheint außer Kontrolle zu sein. I. Schlüssel? Kanalisationsschlüssel. Okay, da kann man wieder eine Tür öffnen mit unserem TNT. Oder auch nicht, weil das Drehding ist total hinüber. Das ist großartig. Okay, das ist dann hier eine Sackgasse. Wir kommen hier nicht weiter. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt hier runter oder nicht? Auch ein Kraut. Ne, ich würde zu gerne erstmal Platz schaffen wollen. Wir sind noch nicht allzu weit weg von von unserem Speicherpunkt. Oder erkunden wir erstmal die Kanalisation weiter. Mit der Tür, die wir soeben geöffnet haben. Na komm, ich werde das Kraut jetzt hier mitnehmen. Und wir machen uns mal schnell auf den Weg. Zurück zum Speicherraum, legen da ein paar Sachen ab und kommen dann wieder hierher.
müssen viele Sachen ablegen. Pistolenmunition, ja oder nein? Das ist jetzt die Frage, ne? TNT-Gefällt werden wir brauchen. Ich habe ja auch die Schrott noch dabei. Ach, Kinders, ach, Kinders. Ja, komm, das legen wir auch ab. Kommen wir nachher hier vorbei? Ich werde die Schlüssel mitnehmen. Das sind drei Blöcke. Komm, was soll's. Müssen wir durch. Wird schon irgendwie. Wir haben die Schrott da. Schrott hat eigentlich knapp 20 Schuss noch. Das sollte ausreichen. Ich werde erstmal das Kraut, was da unten lag, was wir eben gerade gesehen haben, nicht aufheben. Denn uns fehlen, glaube ich, drei oder vier Stecker, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Wenn wir sie jetzt da hinten finden sollten. Ja, das ist eine Sackgasse. Ach, wir werden sehen. Wir gehen erstmal da lang. Nein, runter, Leon. Nee, runter, 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 runter. So. Ja, und da ist das Kraut. Das lasse ich erstmal da liegen. Was? Hä? Was war denn das jetzt? Oh mein Gott, das ist getting worse. Ja, das ist ziemlich. Oh nein, bitte nicht. Das sind diese Givius-Kreaturen, oder? Also da ist noch einer. Aber uns geht's gut. Wo kommt er? Scheiße. Aber an die kommen wir jetzt vorbei, oder? Ja, ich renne jetzt einfach durch. Ich renne jetzt einfach durch. Mist, da kommt noch einer. Komm schon. Ha, Trottel. Glück gehabt. Okay, welchem Status ist jetzt das Messer? Zur Hälfte runter. Okay. So, das Lagerbereich hier. Okay, da ist was Rotes, alles klar. Hier ist das Tor offen. Das ist eine Waffe, oder? Ist das ein Flammen? Sieht nach einem Flammenwerfer aus. Cool, okay. Oh. Ah, ich glaube, ich verstehe. Damestecker. Krautblau. Theoretisch gesehen könnten wir die beiden Kräuter kombinieren.
King Plug. Okay, hier braucht man den Königsstecker. Jetzt müssen wir nicht wieder rauslaufen oder wir einen Königsstecker suchen oder was? Ist doch scheiße. Mist, der steht auf. Ja, nicht mehr so viel Munition. Aber erledigt, okay, sauber. Ist hier vielleicht so eine Mr. Raccoon-Figur? Sieht nicht danach aus, okay. Ah, Simon! Elektronikteil? Ist das jetzt der Königsstecker? Ah, okay, sauber. Wir haben die Königin und den Königsstecker. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, beide hier rauszubekommen. Oder wie? Sie steckt drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Königsstecker installiere, müsste ich natürlich gesehen an Flammenwerfer reinkommen, ne? Sauber. So, kommen wir jetzt hier raus. Okay, das löst aber nach wie vor nicht das Problem, dass wir jetzt hier nur zwei Stecker haben und beide rausbekommen, indem wir wahrscheinlich irgendeine Tür offen lassen. Verfluchter Mist. Okay, nachdenken. Wie lösen wir jetzt das Problem? Königinstecker. Warte mal, kommen wir hier ungehindert durch? Ja, hier ist kein Tor. Das heißt, wenn ich jetzt... Moment mal. Den Königinstecker hier reinlasse, wieder zurückgehe, um die Königin mitzunehmen. Ist hier zu? Klar? Komme ich nicht durch? Aber? Ha, okay, cool. Aber wir haben leider keine Blöcke mehr, um das Kraut, was jetzt hier ist, mitzunehmen. Schmeiß ich jetzt das Messer weg? Heilung wäre nicht so verkehrt und ich hätte keinen Bock, hier nochmal durchzugehen, um eventuell etwas zu riskieren, weil wir haben da hinten noch was Grünes. Schwierig, schwierig. Ich kann aber probieren, eins dieser Viecher zu besiegen. Hier Mr. G-Kreatur. Sofern sie hier wieder auftauchen. Natürlich taucht es auf. Ist es da? Und es ist weg. So, jetzt können wir ein Messer verwenden. Zack, haben Platz frei. Ich hoffe, dass ich jetzt das Mistvieh hier besiegen kann. Das ist eigentlich totale Munitionsverschwendung, was die Schrot angeht. Ich will die Schrot eigentlich noch aufheben. Gut, ich hole mir jetzt erstmal... Fuck, kommen wir denn wieder hoch? Ne, warte, hoch brauchen wir gar nicht. Wir nehmen jetzt einfach das Kraut hier mit. Das Baukraut war ja hier, ne? So, perfekt. Und am anderen Ende hatten wir noch was Grünes gehabt, können das kombinieren und haben somit Heilung plus. Also einmal nochmal Heilung extra. Ist gar nicht mal so verkehrt. Und hinzu haben wir nochmal so eine G-Kreatur besiegt. Und das Messer hätten wir noch verwenden können. Gut, ist jetzt zu spät.
Nein! Mist! Was kommt auf mich zu? Weg hier! Boah, es hat mich gepackt! Was gibt's da Mist? Na komm, nochmal die Granate aufbauen. Ja, ich hoffe, dass ich schnell vorbeikomme. Nein! Okay, noch eine Granate habe ich jetzt nicht verschwinden. Ist mir jetzt egal. Ich hab schon vergiftet. Ah, weißt du was? Brenn der Hölle. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt müssen wir auch noch... Ah, das lief beschissen. Das lief richtig beschissen. Verfluchter Mist. Gut, wir gehen erstmal zurück zum Speicherraum und werden dort die Sachen ablegen und dann dementsprechend einen Cut für die Folge machen. Ärgert mich gerade, das ärgert mich tierisch. Ich hätte nicht so schnell auf das Kraut zugehen sollen und vielleicht eher warten, bis das Vieh rauskommt. Aber gut, wer hätte denn das gewusst, dass da hier so eine G-Kreatur rauskommt? Ich bin der Meinung, dass da einfach zu viel platziert wurde. Es war einfach wieder zu viel Gaming gewesen. Der nimmt schon zwei Blöcke weg, ne? Flammenwerfer. Wobei es eine gute Munitionsergänzung wäre. Mitnehmen, nicht mitnehmen. Das sind nach wie vor drei Blöcke. Komm, ich gehe das Risiko ein. Wir werden aber sicherheitshalber nochmal... Oh, wir haben hier noch Pistolenmunition, 10 Stück. Ja, komm, sollte reichen. Okay, die Zombies sind Zombies. Das war's für die Episode. In der nächsten Episode werden wir mal die Kanalisation weiter erkunden. Und mal gucken, wo wir jetzt hier die Schüsse noch einsetzen können. Beziehungsweise hier das Ventilgriff. Denn wir können es noch nicht wegschmeißen. Ich bin der Chris Vanfield, bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.